Jetzt kommen wir zum Zeichenwerkzeug und zum Radiergummi. Diese beiden Tools gehören auch zu dem Unterbereich Kommentieren, den wir hier haben. Ich klicke, wie Sie das sicherlich schon erwarten, mit der linken Maustaste auf Kommentieren und dann habe ich hier diese beiden Icons für Zeichenwerkzeug verwenden und für Zeichnung wieder löschen. Wenn ich einen Text frei markieren möchte, dann kann ich hier auf dieses Zeichenwerkzeug verwenden klicken. Ich habe hier die Möglichkeit, die Farbe zu ändern und ich habe dann auch die Möglichkeit, später noch die Linienstärke zu verändern. Das funktioniert so, ich gehe jetzt einmal mit der linken hier mit dem Cursor links von diesem D, dann drücke ich die linke Maustaste und ich nehme hier einmal die gesamte Zeile und verbinde das. Jetzt habe ich hier diesen Bereich angelegt. Ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, nachdem ich eine Linie aufgezogen habe, die Linienstärke zu ändern. Wir stehen hier jetzt bei 10 Punkten. Der Standard ist normalerweise 1. Ich hatte hier vorher schon mal etwas umgestellt. 10 Punkte, das gefällt mir hier nicht. 3 Punkte sieht hier schon mal wesentlich besser aus. Und ich habe dann hier auch die Möglichkeit, eine Antwort hinzuzufügen. Und ich kann auch einen Doppelklick hier auf Bleistift machen und schreibe dann hier einen Text rein, klicke auf Beitragen und habe dann diese freie Linie auch mit dem Kommentartest versehen. Wenn ich aus diesem Bereich etwas weghaben möchte und nicht die gesamte Linie haben möchte, dann kann ich hier einfach auf das Symbol mit dem Radiergummi klicken. Dann ist das Radiergummi aktiv und ich gehe auf die Linie, drücke die linke Maustaste und halte sie fest. Und dann sehen wir, dass ich diesen Bereich hier jetzt entfernen kann. Sie sehen das an der Linie mit den vertikalen Strichen. Und damit können wir sofort erkennen, was herausgenommen wird. Ich habe im Moment die linke Maustaste noch gedrückt. Ich lasse sie jetzt los. Und dann sehen Sie, dass wir das hier alles wegbekommen haben. Allerdings ist hier etwas übrig geblieben, was ich auch nicht haben möchte. Also gehe ich mit dem Radiergummi noch einmal da drauf, klicke kurz mit der linken Maustaste und schon ist das weg. Haben Sie irrtümlicherweise etwas herausgenommen mit dem Radiergummi, können Sie jederzeit über die Taste Steuerung bzw. Control und Z das rückgängig machen und dann ist die Linie auch wieder vollständig. Und Sie können natürlich jederzeit dann auch an einer anderen Stelle wieder etwas aus den Linien herausnehmen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf diese aufgezogene Linienform klicken, bekommen Sie die üblichen Möglichkeiten, die wir ja schon bei allen Kommentarfunktionen gesehen haben. Da muss ich jetzt nicht extra drauf eingehen. Sie können auch hier auf diesen Kommentar gehen, klicken auf das Menü, gehen auf Bearbeiten und machen auf Test Linie und können damit also auch die zugeordneten Texte zu frei aufgezogenen Linien und Markierungen jederzeit abändern. Ich gehe jetzt noch einmal hier auf die Freiformzeichnung und Sie sind nicht darauf angewiesen, auf einen bestimmten Textbereich zu gehen, um zu markieren. Sie können auch ganz frei eine Form aufziehen, irgendwo auf der Arbeitsfläche und können dann auch an jeder Stelle, wo Sie möchten, einen Kommentar eingeben. Ich schreibe hier mal Freiform Kommentar und ich ändere diesen jetzt einmal um auf Rot und ändere das lassen wir so. Linie werde ich jetzt nicht ändern. Oder, na gut, ändern wir sie auch noch, damit Sie sehen, dass das auch jederzeit machbar ist. Wir sind jetzt auf 7 Punkten. Es gibt allerdings eine Obergrenze und das sind 12 Punkte. Über 12 PT können Sie nicht hinausgehen und Sie können auch nicht auf 0 gehen, sondern ein Punkt ist das Mindeste, was hier gemacht werden kann. Aber das ist ja auch normal, denn wofür soll man eine Markierung mit einem Freizeichenwerkzeug aufziehen, wenn man anschließend die Stärke auf 0 setzt? Ja, das sind die Möglichkeiten dieser beiden Werkzeuge,
Freiformzeichenwerkzeug und Radiergummi. Ich habe noch eine ganz kurze Ergänzung zu diesen beiden Werkzeugen. Dazu klicke ich hier jetzt auch noch einmal auf Kommentieren und Sie erinnern sich sicherlich, dass ich sagte, dass wir Text an Cursorpositionen einfügen nicht bei Bildern benutzen können, aber wir können Freiformwerkzeuge benutzen oder das Zeichenwerkzeug benutzen und damit auch auf Bildern etwas markieren. Ich klicke jetzt hier mit der linken Maustaste auf das Werkzeug und dann kann ich hier ganz problemlos auf dem Bild, das wir hier sehen, markieren und ich kann die Liniengröße verändern, dass man das auf einem Bild etwas besser sehen kann. Sagen wir machen so 6 Punkte und damit habe ich das schon fertig. Texte können natürlich da reingeschrieben werden, also mit dem Zeichenwerkzeug können Sie Bilder ganz normal ansprechen und dort Linien und Formen aufziehen und die entsprechenden Texte aufgeben und natürlich auch diese Möglichkeiten, die über den Rechtsklick zur Verfügung stehen, nutzen. Das also nochmal ganz schnell als Erweiterung: Bei dem Zeichenwerkzeug können Sie Bilder benutzen oder Sie können das Zeichenwerkzeug für Bilder benutzen, um es richtig zu sagen, im Gegensatz zu diesem Werkzeug Text an Cursorposition einfügen. So, damit ist diese Lektion jetzt auch endgültig beendet.